Hallo, liebe Schüler und Schülerinnen. Unsere heutige Lektion ist, was denkt ihr? Was ist denn das hier? Also, unsere Lektion ist meine Kleidung. Das ist meine Kleidung. Und was haben wir hier? Jetzt sehen wir. Das ist der Mantel. Und Plural von der Mantel ist die Mäntel. Also das ist ein Mantel, also der Mantel, und die Plural 2, 3, 4 Mäntel. So, wir sagen, ich habe einen Mantel an. So, was bedeutet das? Ich habe hier einen Mantel. Und jetzt sagen wir, ich habe einen Mantel an. Što znači da ja imam mantil na sebi. I kod ove imenice, to jest ovog komada odeće, koristimo einen Mantel an. Znači, kada je imenica muškog roda, stajaće einen, i zato što mi imamo na sebi jedan mantel. So. Das ist für den Mantel. Hier haben wir ein Mädchen. Das Mädchen hat einen Mantel an. So. Das ist der Schal. Und Plural davon ist die Schals. Also, das ist ein Schal. Und hier haben wir Plural 2, 3 oder 4 Schals. Ich habe auch einen Schal. Und ich sage, ich habe einen Schal um. Znači, kada imamo nešto na sebi, da nosimo neki komad odeće, kažemo ich habe einen Mantel an, ali ako imamo oko vrata, ich habe einen Schal um. So, das ist für den Schal. Das Mädchen hat einen Schal um. Das hier ist der Rock. Der, also Plural davon ist die Röcke. Und wir sagen, ich habe einen Rock an. Entschuldigung. So, also ich habe einen Rock an. Jer imam jednu suknju na sebi. Hier haben wir ein Mädchen und wir sagen, das Mädchen hat einen Rock an. Znači, devojčica nosi, to jest ima na sebi jednu suknju. Das ist der Pullover. Also sagt der Pullover. Und Plural davon ist die Pullover. Znači, ništa se nije izmenilo kod jednine i množine, osim die. Znači, mi smo rekli da uvek za množinu koristimo die. Und der Pullover, što znači da je džemper muškog roda i zato stoji ispred pullova der. To smo već radili, tako da mi sada obnavljamo opet. Ich habe einen Pullover an. Znači, uvek kada je imenica
muškog roda. Ako imamo neki komad odeće na sebi, reći ćemo einen Pullover an. So. Der Junge hat einen Pullover an. Was haben wir weiter? Das ist der Handschuh. Der Handschuh und Plural ist die Handschuhe. Ako imam jednu rukavicu, ich habe einen Handschuh an. Wenn ich nur einen Handschuh anhabe. Ako, znači, niko ne nosi jednu rukavicu, svi nosimo dve rukavice. Und das sind die Handschuhe. Und wir sagen, ich habe Handschuhe an. Ako imam rukavice na obe ruke. Ich habe Handschuhe an. Das ist der Stiefel und das sind die Stiefel. Also Singular, der Stiefel, muškog roda, i množina je die Stiefel. Und wir sagen, ich habe Stiefel an. Kod množine nemamo ništa ispred imenice. Ich habe Handschuhe an oder ich habe Stiefel an. Das hier ist der Schuh. Znači jedna cipela. Und das hier sind die Schuhe. Niko neće da nosi jednu cipelu. Also, ich habe Schuhe an. Znači, opet ponavljam, kada koristimo množinu, kada nosimo ili imamo na sebi dve cipele, dve rukavice, dva para patika, sagen wir, ich habe Schuhe an. Znači, koristimo tu imenicu u množini. Was haben wir weiter? Das ist der Turnschuh. Also der Turnschuh und Plural davon ist die Turnschuhe. Und das sind die Turnschuhe und wir sagen, ich habe Turnschuhe an. Okay, to su bile imenice muškog roda. Znači, uvek kada koristimo imenicu muškog roda i ako imamo neki komad odeće na sebi koje je muškog roda, koristimo einen. Einen Schal, einen Mantel und so weiter. Šta se dešava ako je imenica ženskog roda? Kao ovde. Die Bluse. Plural von die Bluse ist die Blusen. A kažemo, ich habe eine Bluse an. Also hier steht für Femininum eine Bluse. Znači, kod muškog roda smo imali einen Schal, ali kod ženskog eine Bluse. Das hier ist die Mütze. Die Mütze. Und Plural davon ist die Mützen. Ako imamo kapu na sebi, ich habe eine Mütze auf. Zašto je auf? Zato što imamo, na glavi nosimo kapu. Ich habe eine Mütze auf. Das ist die Socke. Eine Socke. Und Plural davon ist die Socken. Also hier sind zwei Socken. Und hier ist eine Socke. Und das ist der Junge. Und der Junge hat Socken an.
hier ist die Krawatte. Plural davon ist die Krawatten. Und hier haben wir einen Jungen. Der Junge hat, was ist denn das? Hier steht die Krawatte. Ako nima na sebi kravatu. Der Junge hat eine Krawatte um. Sagst du ja um? Kaukutschala, ich habe einen Schal um und der Junge hat eine Krawatte um. Also hier ist die Krawatte. Das ist auch ein Junge. Der Junge hat hier eine Hose. Das ist die Hose. Plural davon ist die Hosen. Und wir sagen, der Junge hat eine Hose an. Oder ich habe eine Hose an. Okay, das hier ist auch ein Junge. Und das ist das Hemd. Sad smo prešli na imenice srednjeg roda. Also das Hemd. Und Plural davon ist die Hemden. Also ich habe ein Hemd an. Und der Junge hat ein Hemd an. Das T-Shirt. Was ist denn das? Ihr kennt wahrscheinlich das Wort, das T-Shirt. Vjerovatno znate već das T-Shirt, zato što potiče od iz engleskog jezika. Und das hier ist das T-Shirt. Plural davon ist die T-Shirts. Und wir sagen, das Mädchen hat ein T-Shirt an. Seht ihr, das Mädchen hat ein T-Shirt an. Das hier ist auch ein Mädchen. Und was hat das Mädchen an? Das ist das Kleid. Also das Mädchen hat ein Kleid an. Plural davon ist die Kleider. Znači množina od das Kleid ist die Kleider. Und ich habe schon gesagt, das Mädchen hat ein Kleid an. Okay, jetzt sehen wir das alles zusammen. Znači, imamo imenice muškog roda. Wir haben die Nomen, die maskulinum sind. Der Mantel. Und wir sagen, Julia hat einen Mantel an. Znači, ako imamo neki komad odeće koji je muškog roda, reći ćemo einen. Oder Julia hat einen Schal um. Dann haben wir die Bluse und wir sagen, Julia hat eine Bluse an. Znači, komad odeće koje je ženskog roda, biće Julia hat eine Bluse an. Ovdje imamo einen Mantel und hier haben wir eine Bluse. Oder Julia hat, was haben wir? Eine Socke an. Julia hat eine Socke an oder eine Bluse. Dann haben wir das Hemd. Das Hemd ist neutrum. Das Hemd je srednjeg roda. I kada imamo neki komad odeće koji je srednjeg roda, Markus hat ein Hemd an. Und für die Plural, za množinu, die Schuhe, die Turnschuhe, die Handschuhe.
Sagen wir, Markus hat Schuhe an oder Markus hat Turnschuhe an oder Markus hat Handschuhe an. Znači, još jednom. Kada imamo komad odeće koje je muškog roda, reći ćemo einen. Kada imamo komad odeće koje je ženskog roda, bit će eine. Ako imamo komad odeće koje je srednjeg roda, bit će ein. Znači, einen, eine, ein. Ako je množina, nemamo ništa ispred imenice, već je sama imenica u množini. Okay, jetzt sehen wir. Hier haben wir eine Aufgabe und wir sollen das Kind beschreiben. Das Kind heißt Lisa. Und Lisa hat ein T-Shirt und eine Hose an. Znači, Lisa ima na sebi jednu majicu i pantalone, al tako? T-Shirt je srednjeg roda, das T-Shirt, deshalb steht hier ein T-Shirt und die Hose ist Femininum und deshalb steht hier eine Hose. Ihr T-Shirt ist rosa und weiß. Ihr. Was ist denn das? Das haben wir schon gelernt. Ihr ist Possessivpronomen. Znači, njena majica je rosa i bela. Also, Lisas. Lisas T-Shirt oder ihr T-Shirt ist rosa und weiß. Ihre Hose ist blau und ihre Schuhe sind weiß. Also hier sehen wir, dass ihre Hose blau ist und Schuhe sind weiß. Okay, hier haben wir noch eine Aufgabe. Ovdje imamo tekst sa praznim poljima u kojima treba da ubacimo neku reč, tj. Neke reči koje nedostaju. A šta nedostaje, vidjet ćemo na osnovu teksta. Hier steht, Tim hat eine blaue an. Was ist das blaue? Hier sehen wir, das ist die Hose. Und die Hose ist blau. Also Tim hat eine blaue Hose an. Čim stoji eine, vidimo da je nekakvi komad odeće koji je ženskog roda. Und Hose, pantalone su ženskog roda. Er hat einen und er hat einen grünen Apfel darauf. Was ist das? Einen. Čim stoji einen, znači da je neki komad odeće koji je muškog roda, a na tome se nalazi jabuka. Na čemu se nalazi jabuka? Hier sehen wir, das ist der Pullover. Also, einen Pullover. Er hat etwas an. Was hat er an? Seine etwas sind weiß. Das sind wahrscheinlich die Schuhe oder Turnschuhe. Er hat Schuhe an und seine Schuhe sind weiß. Und die Frage ist, pitanje je, was hast du an? Ich sage für mich, also ich habe ein Hemd an. Und mein Hemd ist weiß. Jetzt sehen wir, ich habe ein Hemd an. Ein Hemd, zato što je Hemd srednjeg roda. Mein Hemd ist weiß. Mein smo učili prošlog časa, Possessivpronomen. Und ich habe auch eine Hose an. Und meine Hose ist schwarz. Hose. Ich habe eine Hose an. Und meine Hose ist schwarz. Okay, jetzt wiederholen wir Negation davon. Was ist denn das? Negation je negacija. Znači, ako nemamo nešto na sebi, kako ćemo to reći? To smo već radili, mi ćemo sad obnoviti ovdje. Julia hat einen Mantel an. Ona ima mantel na sebi. Ako želimo da kažemo da ona nema mantel, wir sagen, Julia hat keinen Mantel an.
Znači, kein služi za negaciju imenice. Znači, kada nečega, nešto nemamo. U ovom slučaju, Julia nema mantel na sebi. Also, Julia hat keinen Mantel an. Julia hat eine Hose an. Znači, Julia ima pantalone na sebi. Kako ćemo reći da ona nema pantalone? Julia hat keine Hose an. Znači, ovdje je einen Mantel, mora da bude keinen Mantel. Eine Hose, hier steht keine Hose. Sie hat keine Hose an. I za srednji rod, Julia hat ein Kleid an. Ona ima haljinu na sebi. Za srednji rod, ako ona nema haljinu, Julia hat kein Kleid an. Znači, apsolutno isto kao kada imamo nešto na sebi, samo što ispred ein stoji k i bit će kein. Einen Mantel, keinen Mantel. Eine Hose, keine Hose. Ein Kleid, kein Kleid. So, das ist für die Negation. Jetzt sehen wir noch eine Aufgabe. Und hier steht, ergänze ja oder nein. Und ergänze einen, keinen, eine, keine, ein, kein, keine und bestimmte Kleidung. Znači, trebamo da dopunimo da ili ne, ili nešto od ovoga. I naravno da navedemo neki komad odeće. Hier haben wir ein Mädchen. Und die Frage ist, hat sie eine Hose und ein T-Shirt an? Hat sie eine Hose und ein T-Shirt an? Was hat sie an? Znači, pitanje je da li ona ima pantalone ili majicu na sebi. Hier sehen wir keine Hose und kein T-Shirt. Das ist ein Kleid. Znači, pošto ona nema to na sebi, ovdje ćemo upisati nein. Also, nein. Sad trebamo da negiramo da ona ima pantalone i majicu. Sie hat keine Hose. Also hier steht eine Hose, sie hat keine Hose und kein T-Shirt an. A onda napišemo šta ona zapravo ima. Sie hat ein Kleid an. Okay, hier haben wir einen Jungen. Also hier haben wir auch einen Text. Das ist Meckern. Er hat blonde, kurze Haare. Er hat eine braune Hose und einen blauen Pullover an. Die Schuhe sind schwarz. So, hier sehen wir das. Auf dem Kopf hat er eine blaue Mütze. Also auf dem Kopf hat er eine blaue Mütze. Die Frage ist, hat Meckern eine schwarze Hose an? Da li on ima crne pantalone? Hier sehen wir die schwarze Hose nichts. Nicht. Also, wir sagen nein. Meckern hat keine schwarze Hose an. Er hat eine braune Hose an. Znači, Meckern nema crne pantalone, on ima braun pantalone. Hat Meckern einen blauen Pullover an? Wir sehen ja. Und dann antworten wir ja. Meckern hat einen blauen Pullover an. Also das war alles, liebe Schüler und Schülerinnen. Nadam se da vam ova lekcija nije toliko teška. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen!